Wir stellen uns jetzt bitte mal vor, Sommer 1969, USA, und da fliegt so ein rappliges Wohnmobil bis fast zum Mond, und um dort ein noch unwahrscheinlicheres Gerät abzusetzen, was heute in Deutschland wahrscheinlich nicht mal TÜV kriegen würde, mit zwei Menschen drin, zwei Astronauten, gerade erst neu verfilmt mit Ryan Gosling, Aufbruch zum Mond. So atemberaubend, wenn man sich darauf einlässt, auf dieses Gefühl, so allein da draußen. Apollo 11, unterwegs zum Mond. Wie gesagt, im Juli 1969, stellen wir uns jetzt hier mal vor. Alle Motels und Hotels im Umkreis von 80 Meilen sind ausgebucht. Tausende Menschen campieren direkt neben den hoffnungslos verstopften Highways. 1 Million Menschen wollen mit eigenen Augen sehen, wie die Reise zum Mond beginnt. Radio und Fernsehen übertragen live. Ein Bilderbuchstart um 9.32 Uhr. 12 Minuten später sind die drei Astronauten im Weltall. 50-50, so schätzen Armstrong, Aldrin und Collins die Chance ein, dass Apollo 11 eine Landung auf dem Mond gelinge. Schreibt James Donovan in seinem Buch Apollo 11. Armstrong hatte sich ausgerechnet, dass seine Crew eine 90-prozentige Chance hatte, lebend zur Erde zurückzukehren. Die Einschätzung der NASA ist deutlich pessimistischer. Dort hat man schon eine Rede für Präsident Nixon entworfen, falls Armstrong und Aldrin die Rückkehr vom Mond nicht gelingt. Das Schicksal hat bestimmt, dass die Männer, die zum Mond geflogen sind, um ihn friedlich zu erforschen, dort in Frieden ruhen werden. Die Betonung der friedlichen Erforschung ist wohlbedacht. Die Amerikaner suchen jeden Star Wars-Eindruck zu vermeiden, schreibt James Donovan. Deshalb darf auch Neil Armstrong als erster seinen Fuß in den Mondstaub setzen. Er ist der einzige Zivilist der Mission. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Kennedys Entscheidung für eine Reise zum Mond überrascht die NASA-Verantwortlichen. Nichts existiert, was man für eine Reise zum Mond braucht. Keine ausreichend starke Trägerrakete, kein Mondlander, keine Kopplungsmodule, nicht mal exakte Karten von der Mondoberfläche. Kompetenzstreitigkeiten und technische Probleme verzögern das Projekt immer mehr. Im Januar 1967 brennt bei einem Probelauf Apollo 1 aus. Drei Astronauten sterben, die ersten Toten der bemannten Raumfahrt. Das Programm ist an einem Tiefpunkt, schreibt James Donovan, als im November des Jahres eine neue Rakete getestet wird, Werner von Brauns Saturn. Es würde Amerikas politische Glaubwürdigkeit, technologischer Kompetenz und seinem Ansehen beträchtlich schaden, wenn es sich als unfähig erwiese, seinem sich selbst auferlegten Ultimatum nachzukommen. Eine neuerliche Katastrophe würde wahrscheinlich das Apollo-Programm für alle Zukunft beenden. Doch die Saturn V besteht den Test und nun geht es Schlag auf Schlag. Beim Flug von Apollo 7 bestehen alle Geräte ihren kosmischen Härtetest. Apollo 8 umkreist den Mond, um mögliche Landeplätze ausfindig zu machen. Apollo 9 und 10 testen die Mondlandefähre. Und dann startet Apollo 11. 5 Tage nach dem Start steigen Neil Armstrong und Buzz Aldrin in die Mondfähre um und landen im Mare Tranquillitatis, dem Meer der Ruhe. Es dauert noch Stunden, bis Neil Armstrong die Leiter hinunterklettert und seinen berühmten Satz sagt. 20 Minuten später folgt ihm Buzz Aldrin. Prächtige Trostlosigkeit, sagte er. Dann pinkelte er in die Hose, als erster auf dem Mond, wie er später behauptete. Sein Satz beschreibt den Mond zwar perfekt, schafft es aber ebenso wenig in die Geschichtsbücher wie sein lunares Wasserlassen.